Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladin, zu einem, Applets-Test zum Wahlomat 2019, zur Europawahl 2019. Und da haben wir ihn, den Wahlomaten. Willkommen beim Wahlomat, die Europawahl. Daran wollen wir uns heute wagen. Jo, da haben wir ihn schon, den Wahlomaten. Die Europawahl findet am 26.05.2019 statt. Und wir wagen uns heute an den Wahlomaten und finden heute mal heraus, welche Partei wahrscheinlich am nähesten an meiner politischen Einstellung dran ist und welche für mich die am besten wählbare Partei ist. Ich klicke mal hier jetzt drauf. Ah, da wird sogar nochmal erklärt. Der Wahlomat. Willkommen beim Wahlomat. Alle 41 Parteien und politischen Vereinigungen haben die Wahlomat-Thesen beantwortet. Jetzt sind Sie an der Reihe. Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Wahlomat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Ja, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir starten das mal. Und da muss ich das mal der ersten These zustimmen oder die neutral beantworten oder der nicht zustimmen. Ja. Lesen wir uns mal durch. Erklärt sich von selbst. EU-weite Bürgerentscheide. Es sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Stimme ich zu? Da sind wir schon bei der zweiten Frage. Der CO2-Ausstoß. Die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen. Eine europäische Armee. Die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen. Da bin ich mal ganz neutral. Eine nationale Währung. Deutschland soll anstelle des Euros wieder eine nationale Währung einführen. Stimme ich nicht zu. Seenotrettung im Mittelmeer. Die EU soll private Seenotrettungsinitiativen im Mittelmeer unterstützen. Jo. Stimmabgabe bei der Europawahl. EU-Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Europawahl ihre Stimme auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. Wieso das denn? Es gibt doch schon genügend. Da muss ich mich noch mit mehr auseinandersetzen. Nicht nur mit den Paaren, die es hier schon gibt. Das sind schon genügend. 41 haben wir hier vorhin gelesen. Da gibt es auch noch eine andere. Der Zettel ist eh schon lang hier noch. Wieso sollte ich. Nee. Wieso sollte ich Parteien aus dem Ausland wählen wollen? Gibt schon genügend hier. Naja. Obwohl. Naja, darüber kann man irgendwann mal anders diskutieren. Ja, weiter geht's. Die EU soll mehr Geld für Entwicklungshilfe bereitstellen. Ja, wäre nicht schlecht. EU-Mitgliedstaaten sollen weiterhin Daten von Fluggästen speichern müssen. Die EU soll sich für Einführung eines nationalen Mindestlohns in allen Mitgliedstaaten einsetzen. Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Die EU soll am Flüchtlingsabkommen mit der Türkei festhalten. Darüber habe ich einiges gehört. Ja,
Ich weiß nicht. Ja, ich sag mal lieber nein. Presse- und Medienfreiheit. Na, ein sehr gutes Thema. Die EU soll Mitgliedstaaten finanziell bestrafen, die die Presse- und Medienfreiheit verletzen. Da wird Deutschland wohl demnächst bestraft. Ja, die CDU zumindest. Ja, mit ihren Plänen. Artikel 13. Naja, das gehört hier nicht rein, entschuldigt. Ja. Reduzierung der Regionalförderung. Die finanziellen Hilfen für wirtschaftlich schwächere Regionen in der EU sollen reduziert werden. Finanzielle Hilfe für wirtschaftlich schwächere Regionen reduziert wird. Sag mal, spinnt. Ja. Zurück, 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 zurück. Nein, 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 nein. Sag mal, spinnt ihr? Für die Schwächeren noch was reduzieren? Geht doch nicht. Da stimme ich natürlich nichts zu. In der medizinischen Forschung sollen Tierversuche weiterhin erlaubt sein. Nie. Die europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Kompetenzen erhalten. Nö. Migration über das Mittelmeer. Alle Asylsuchenden, die versuchen, über das Mittelmeer in die EU zu gelangen, sollen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Das sind so schwere Fragen, das sind so schwere Themen. Migration über das Mittelmeer. Prinzipiell nein. Abbau der Russland-Sanktionen. Die EU soll ihre Sanktionen gegen Russland abbauen. In allen EU-Mitgliedstaaten soll Plastikverpackung besteuert werden. Ja. Initiativen gegen Antisemitismus. In der EU sollen Initiativen gegen Antisemitismus finanziell unterstützt werden. Jauens. Außenpolitische Entscheidungen. Bei außenpolitischen Entscheidungen soll die EU häufiger mit Mehrheit statt einstimmig entscheiden werden können. Jups. Verteilung von Asylsuchenden. Asylsuchende sollen in der EU proportional auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Jups. Grenzkontrollen innerhalb der EU hatten wir bereits abgeschafft. Warum wieder einführen? Es sollen wieder dauerhaft Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Nein, es ist gut so, dass das schon abgeschafft wurde. Jugendliche sollen ab 16 Jahren bei der Europawahl wählen dürfen. Jups. Oh, und da haben wir's. Keine Frage zum Uploadfilter, zu Urheberrechtsfragen. Das finde ich interessant. Die Thematik nicht angesprochen. Das, ja, gut. Aber viele andere Fragen. So, jetzt kann ich hier nochmal gewichten. Welche Thesen sind Ihnen wichtig? Der Wahlomat wertet markierte Thesen bei der Auswertung doppelt. Sie erreichen dadurch ihr genaueres Ergebnis. So, dann nehmen wir mal die CDU mit rein, die SPD, die Grüne, die Linke zu vergleichen. Die AfD muss auch mit an Bord. Ja, zum Vergleichen. Die Piraten, die FDP, NPD. Ja, die könnte man fast rauslassen. Na komm, die lassen wir raus. Wir wollen hier noch eine andere mit reinnehmen, die Partei. So, hier kann man nur 8 von 8 nehmen. Ja, ihr habt es schon rausgehört. Ich habe schon vorher ein anderes Video aufgenommen, was ihr heute Abend um 18 Uhr sehen werdet. Ja, das kam schon ein bisschen, es wurde schon ein bisschen früher aufgenommen. Ja, das sind noch weitere Parteien.
die man mitnehmen könnte. Aber ja gut, die wichtigsten haben wir hier. Na dann, weiter. Vergleiche. Die Partei mit 90,6%. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliteförderung und Basisdemokratische Initiative. Dann kommen die Grüne, Piraten, die Linke, SPD, CDU, FDP und die AfD dann zum Schluss. Ja. Ordentlich. Die CDU verdammt weit oben. Was heißt? Ganz weit oben, die Top 3 sind die Partei, Grüne und Piraten. Dann die Linke dann natürlich als Top 4. Ja, Top 3 von unten ist AfD, FDP, CDU. Ja. Kann man jetzt sagen, was man will. Übersicht über alle Parteiantworten als PDF runterladen. Hier können wir auch nochmal hier die Begründungen der Parteien einmal durchlesen. Vergleichen Sie die Antworten mit denen der Parteien. Viele Parteien haben ihre Antworten zu den Thesen begründet. Sie können diese ein- oder ausblenden. Das können wir uns mal durchlesen. Bürgerentscheidung der Partei zu EU-weiten Bürgerentscheiden. Was sagt denn die Grüne dazu? Damit die Europäische Bürgerinitiative mehr Wirkung hat, wollen wir verankern, dass Europäische Kommission künftig spätestens ein Jahr nach einer erfolgreichen Bürgerinitiative und einer Überprüfung auf die Vereinbarkeit mit den Grundrechten in der EU einen Gesetzesvorschlag vorlegen muss. Wir wollen die Bürgerbeteiligung weiter stärken. Verfassungsänderungen in der EU sollen per Volksentscheid abgestimmt werden. Klingt doch ganz gut. Piraten stehen für einen EU-weiten, verbindlichen, elektronisch gestützten und für alle Menschen zugänglichen Bürgerentscheid. Dies kann beispielsweise wie in Deutschland zweistufig erfolgen, in Form eines Volksbegehrens mit anschließendem Volksentscheid. Naja, wie es in Deutschland geht, ist ja, sieht man ja, dass es in Deutschland nicht wirklich Volksentscheid hat. Die Linke, ja, die FDP sagt ja auch nichts dazu, hat sich enthalten. Die AfD, ja, ist auch gegen Volksabstimmungen. Meine Position, ich habe leider nichts dazu geschrieben. Europäische Armee, Landes- und nationale Währung, Seenotrettung im Mittelmeer, das ist interessant. Das habe ich doppelt schon erst gar nicht in eine lebensgefährliche Situation begeben, bekämpfen wir Fluchtursachen und gewissenlose Schlepperbanden. Die EU hat 2015 beschlossen, alles zu unternehmen, um das Sterben im Mittelmeer zu verhindern. Zu diesem Zweck waren auch zahlreiche deutsche Marinesoldaten im Einsatz. Wir setzen uns weiterhin für Seenotrettungsmissionen der EU im Mittelmeer ein, um Menschenleben zu retten. Sieht man ja, wie das funktioniert. Na komm, damit die AfD sich nicht benachteiligt fühlt, können wir das ja auch mal durchlesen, was die zur Seenotrettung sagt. Die Einschleusung von Drittstaatlern in die EU durch Nichtregierungsorganisationen, in Klammern NGO, das Wort kommt mir doch bekannt vor, ist als schwere Straftat zu unterbinden und zu verfolgen. Sorry, da ist meine Stimme ein bisschen, Verzeihung. Vielleicht fängt die EU aber erstmal damit an, Seenotrettung nicht zu behindern. That is what she said. Die Partei SPD mal zu Wort kommen, die war noch nicht dran. Europa muss seine Grundwerte für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit besser schützen. Bestehende Verfahren gegen zuwiderhandelnde Mitgliedstaaten funktionieren nur unzureichend. Selbst sollen Mitgliedstaaten mit spürbaren Kürzungen der Zuwendungen aus dem EU-Haushalt sanktioniert werden, wenn sie gegen rechtsstaatliche Standards verstoßen sollten. Für uns ist klar, es werden die nationale Regierung sanktioniert und nicht die Empfängerinnen und Empfänger von EU-Geldern. Die AfD ist natürlich gegen Pressefreiheit und Meinungsfreiheit.
Na, das Statement interessiert mich jetzt aber wirklich. Wir setzen uns für die Achtung des Völkerrechts und dabei insbesondere für das Selbstbestimmungsrecht der Völker ein. Gleichzeitig fordern wir die Einhaltung des Nicht-Einmischungsgrundsatzes in innere Angelegenheiten von Staaten durch andere Mächte und nichtstaatliche Akteure. Ja, sorry, dass ich die AfD so doll zu Wort kommen lasse hier, aber auch die muss man mal angucken. Vielleicht schneide ich ja das ein oder andere raus. Ab 16, das wäre noch interessant, was sagt die FDP dazu? Wir halten am Wahlalter der Europawahl von 18 Jahren und damit der Volljährigkeit fest. Denn da, wo Rechte verliehen werden, müssen auch Pflichten übernommen werden. Die Ausweitung des Wahlrechts beispielsweise auf kommunaler Ebene steht dem nicht entgegen, da hier der örtliche Bezug überwiegt. Um die politische Partizipationsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu stärken, setzen wir uns für unabhängige Jugendparlamente nach schottischem Vorbild ein. In dem Sinne würde ich mal sagen, dass euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mit dem Zwang festfassen wollt. Das war der Wahlomat zur Europawahl 2019. Die findet am 26.05.2019 statt. Geht wählen. Der Wahlomat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Könnt ihr euch mal angucken, könnt ihr mal machen. Hilft vielleicht ein bisschen bei der Orientierung. Naja, bis dahin, man sieht sich. Ciao, ciao.